Die Firma Roche Innovations präsentiert Ihnen die Energiequelle der Zukunft. Wir haben ein Instrument, was uns die Möglichkeit gibt, das gesamte Energieproblem weltweit zu lösen. In der Tat versuchen wir, aus unserer Welt etwas Besseres zu machen. Nicht umsonst ist der Name der Muttergesellschaft Save the Planet. Bei der Stromerzeugung mit Kohlekraftwerken wird die Umwelt stark belastet. Genau wie bei der Stromgewinnung durch Müllverbrennung. Der Betrieb von Kernkraftwerken und der dabei entstehende Abfall ist in seiner Gefährlichkeit kaum einschätzbar. Und sogar bei der Produktion sogenannter grüner Energiequellen wird teilweise mehr CO2 produziert, als jemals eingespart werden könnte. Die Firma Roche Innovations hat das Auftriebskraftwerk zur Serienreife entwickelt und damit einen Meilenstein gesetzt. Auftriebskraftwerk. Ein Produkt, wo wir keine fossilen Energieträger mehr verbrennen, also kein Öl, kein Gas, kein nichts. Demzufolge hinten auch keine Abgase haben und keine CO2-Problematik haben. Die Folge davon ist, dass wir mit dieser Technologie die Energiewende, die ständig in der Zeitung steht, wirklich schaffen. Und das ist durch das hochmoderne Auftriebskraftwerk tatsächlich machbar. Durch den Einsatz der neuen 100% CO2-neutralen Technik können Umweltbelastungen, die durch aktuell betriebene Kraftwerke entstehen, gestoppt und völlig eingespart werden. Das kinetische Auftriebskraftwerk besteht aus Auftriebsbehältern, die in einer mit Wasser gefüllten Röhre an einem Kettenfördersystem permanent rotieren. Man spricht hier auch vom Paternoster-System. Die Rotation erfolgt durch den Zug der einen Hälfte von Behältern, die mit Luft gefüllt im Wasser nach oben streben. Die Befüllung mit Druckluft erfolgt am untersten Scheitelpunkt des Systems, also am Schachtboden. Dort wird die komprimierte Luft eingepresst, die das Wasser aus den Behältern verdrängt. Die luftgefüllten Behälter streben dadurch nach oben und geben über das Kettenfördersystem die Auftriebskraft über eine Welle auf ein Getriebe an den Generator. Dieser wandelt nun die kinetische Auftriebsenergie in nutzbare elektrische Energie um. Der Energieeinsatz zum Betrieb des Kraftwerks ist deutlich geringer als die vom Generator erzeugte frei nutzbare Energie. Diese revolutionäre Erfindung stellt die Grundgesetze der Physik in Frage. Wir haben natürlich mehrere Jahre jetzt während der Entwicklung mit verschiedenen Physikern, Maschinenbauingenieuren, Instituten gesprochen. Wobei immer natürlich von jedem Naturwissenschaftler das Argument kommen muss, physikalisch unmöglich. Wir haben den Gegenbeweis angetreten. Diese Skeptiker, was ganz normal ist, haben wir in unser Haus eingeladen. Wir fangen mal an mit dem TÜV, der natürlich eine Wertigkeit hat. Der TÜV hat unser System überprüft und bestätigt. Physiker weltweit waren bei uns von der Stanford University, vom MIT, Maschinenbauingenieure, Elektroniker, Physiker, großer deutscher Konzerne waren hier und sind mit Skepsis angereist und absolut überzeugt, überrascht wieder gegangen mit der Bestätigung, dass diese Technologie tatsächlich vollumfänglich funktioniert. Das Entwicklerteam bestand aus den besten Wissenschaftlern und Technikern weltweit, die für die grüne Energiegewinnung leidenschaftlich gekämpft haben. Wir haben damit vor 5 Jahren begonnen, haben da nicht nur immer nur Erfolge erzielt, wie das bei Entwicklungen immer so ist, aber jetzt sind wir so weit, dass wir mit der Vermarktung beginnen können. Die Vorteile des Auftriebskraftwerks zusammengefasst: Kann jede momentan existierende Kraftwerkstechnologie vollumfänglich ersetzen, liefert elektrischen Strom frequenzstabil 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr, kann autark betrieben werden, das heißt an jedem beliebigen Ort der Welt installiert werden, unabhängig von Wärme, Kälte, Trockenheit, Nässe, Luftdruck, Höhe oder sonstigen Einflüssen, verbraucht keine fossilen Brennstoffe wie Öl, Gas, Kohle, Holz und auch keine nachwachsenden Rohstoffe, produziert keine Abfälle,
ist 100% CO2-frei, 100%ig grün. Durch den Betrieb besteht keine Gefahr für Mensch, Tier und Umwelt. Der Platzbedarf ist vergleichsweise bis zu 90% geringer als bei herkömmlichen Kraftwerken. Die Betriebskosten sind deutlich geringer als bei jeder anderen Kraftwerkstechnologie. Dezentral einsetzbar, dadurch bis zu 90% Einsparung der alten klassischen Stromnetze und der neu geplanten. Die derzeit kontinuierlich steigenden Stromkosten können mittel- und langfristig deutlich gesenkt werden. Jeder, der das gesehen hat und jetzt begreift und erkennt, der schläft erstmal zwei, drei Tage etwas unruhiger, weil es so ein positiver Gedankenanstoß ist, dass man sich einfach mal vorstellen muss, was resultiert daraus, das gesamte Energieproblem der Welt gelöst zu haben. Auch die neueste Untersuchung der DEKRA, hier bei der Kraftwerkskonfiguration KPP 60 kW, hat unserem kinetischen Auftriebskraftwerk mal wieder eine einwandfreie Funktion und den kontinuierlichen Überschuss frei nutzbarer elektrischer Energie attestiert. Save the Planet AG. We power the future.